Das heißt, es gibt auf Docker Hub einen offiziellen RabbitMQ Docker Container und den können wir verwenden. Ich zeige mal, das heißt, wir würden hier so den Latest einfach nehmen. Also ich habe jetzt hier keinen besonderen Versionsvorbehalt. Und wenn Sie hier durchkurbeln, finden Sie auch so ein paar Hinweise, wie man das zum Laufen kriegen kann. Wir brauchen RabbitMQ mit der Management-Konsole, weil wir da ein paar Demos geben wollen. Und im Grunde könnte man jetzt fast die Zeile hier kopieren. Wir brauchen allerdings ein Port-Mapping. Was das ist, erkläre ich Ihnen gleich auf meiner Maschine. Das heißt, wir holen uns jetzt einen RabbitMQ Docker-Container und starten den auf diesem Laptop. Und dann haben wir das RabbitMQ als Nachrichten- und Hidden Middleware mit allen Queues und allem Hokuspokus am Laufen. Hier PowerShell-Konsole. Ich zeige mal kurz, jetzt läuft noch nichts auf der Maschine. Docker PS. Da läuft nichts. Und was wir jetzt machen, ich habe das schon in der History drin, ich habe das vorher ausprobiert und bevor ich mich da jetzt vertippe, man würde jetzt den Docker-Container starten mit Docker Run im Hintergrund. Der soll ja nicht an die Shell gebunden sein, Hostname ist wurscht, aber auf den ganzen Docker-PS-Sachen erscheint dann MyRabbit. Das runtergeladene Docker-Image nennen wir SumRabbit und jetzt kommt zwei wichtige Teile. Erstens, wir brauchen einen Port, über den wir auf diese Management-Konsole zugreifen können. Das ist das, was wir im Webbrowser sehen. Der hat den Port 15672. Und dann brauchen wir noch einen Port, über den wir nachher mit dem Java-Programm zugreifen können. Das ist der 5672. Also zwei Ports müssen wir da draußen legen. Und wir holen uns hier die RabbitMQ Management-Konsole mit. Da ist also der Service mit drin. So, ich lasse das mal laufen. Das startet jetzt hoffentlich fehlerfrei. Schauen wir es mal kurz an. Docker PS. Sie sehen, und jetzt läuft das Image und jetzt haben Sie hier den Image-Namen, das RabbitMQ Management Dingens läuft. Irgendwo ist auch SumRabbit, genau. SumRabbit als Name ist hier hinterlegt. So, jetzt können wir auf das RabbitMQ zugreifen und da würde ich Ihnen jetzt gerne ein paar Dinge dran zeigen. Also versuchen wir jetzt auf das RabbitMQ zuzugreifen. Wie gesagt, der Port, den ich hier freigeschaltet habe, ist 15672. Das heißt, jetzt nehmen wir mal ein neues Browserfenster, localhost 15672 und schwupp läuft bei mir das RabbitMQ. Das Login ist, das habe ich in die Folien geschrieben, ist, sehen Sie auch beim Docker Hub, ist also kein Geheimnis, ist guest und das Passwort ist auch guest. Und jetzt haben Sie die RabbitMQ Management Konsole. So, ich möchte Ihnen jetzt an dem Beispiel ein bisschen die Elemente von RabbitMQ bzw. von dem Middleware-Protokoll, was das RabbitMQ implementiert, dieses AMQP, das würde ich Ihnen gerne zeigen. Dazu aber wieder erstmal zurück zu meinem Foliensatz. Dieses AMQP-Protokoll hat wesentliche Elemente, die habe ich jetzt hier schon mal komplett aufgeblendet. Sie kommunizieren über AMQP zwischen einem Nachrichtenerzeuger und dem Nachrichtenkonsumenten. Der Nachrichtenerzeuger schickt seine Nachricht zu einem sogenannten Exchange. Das ist jetzt bei AMQP neu. In anderen Middleware-Protokollen gab es nur einfache Queues. Dieser Exchange ist noch ein Verteiler, dessen Mehrwert sehen wir gleich noch, wenn wir uns Anwendungsfälle anschauen. Dieser Exchange hat so eine Art Nachrichten, also so ein Binding. Also man kann den sozusagen verheiraten mit einer oder mehreren Queues. Also mehrere Queues wären natürlich sinnvoll. Und also wenn der Producer an den Exchange eine Nachricht schickt dann, und die Nachricht passt zu diesem Binding, schickt das Exchange das an die Queue weiter und aus der Queue kann der Consumer das dann auslesen und dieses Exchange und die Queue, das wird jeweils von RabbitMQ bereitgestellt. So. Und das werden wir auch gleich uns in der Oberfläche anschauen. Schauen wir uns das jetzt mal an dem Beispiel an, was ich Ihnen gleich vortanzen werde. RabbitMQ bietet Ihnen eine sogenannte einen Dienst mit so einem namenslosen Exchange. Das heißt, Sie geben den einfach nicht an. Auch in einem Java-Programm würde der nicht auftauchen, als Leerstring zum Beispiel. Und ich würde jetzt bei dem Producer in die Nachricht einen sogenannten Routing Key reinschreiben. Den brauchen wir später auch noch speziell, um sozusagen besondere Queues zu adressieren. Und den Routing Key schreibe ich jetzt einfach rein, welche Queue ich gern hätte. Und dann schickt dieser namenslose Exchange Nachrichten mit diesem Routing Key direkt an die entsprechend benannte Queue weiter. Und dann kriegt dann der eine Consumer das. Und das führe ich Ihnen jetzt kurz mit ActiveMQ vor. Wir machen noch kein Java-Programm, das kommt im nächsten Video, sondern jetzt machen wir eine Demo am lebenden ActiveMQ. Wieder zurück. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist eine Queue.
Da erzeuge ich mir jetzt einfach eine. Ich nehme eine Queue, die nenne ich jetzt mal Consumer 1 zum Beispiel. Die erzeuge ich jetzt. Jetzt haben wir also hier eine Consumer 1 mit Default-Werten. Interessant ist vielleicht, dass ich das in Durable gemacht habe. Das heißt, solange ich jetzt das Docker-Image nicht abschieße, bleibt also die Queue erhalten. Okay, und was brauchen wir noch? Wir können jetzt im Grunde schon eine Nachricht verschicken. Ich nehme dazu dieses namenlose Exchange. Das ist schon angelegt. Das war also sozusagen der blaue Kasten ganz rechts. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ich hier einen Routing-Key angeben kann. Jetzt müssen wir uns also da erinnern, das war sozusagen der Name der Queue, die wir adressieren wollten. Die Queue hieß Consumer 1. Und jetzt schicken wir dem irgendeinen Nachrichteninhalt mit. Das heißt, Sie sehen hier ganz schön, das ist hier so eine Header, das sind so die oberen Felder, und ein Body, das ist die Payload. Das ist also das klassische Nachrichtenformat, das ist aus einem der Foliensätze vorweg. Oho, ich bin eine Nachricht. So, das heißt, ich schicke jetzt diese Huhu-Nachricht an den namenslosen Exchange und der kriegt halt hier als Routing-Key das Consumer 1 übergeben. Schicke ich es los. Message published heißt, er hat die verarbeiten können, sonst kommt hier so ein Schild, sorry, ich konnte das nicht verarbeiten. Message zwar weggeschickt, aber verschollen. So, close. Und wenn wir jetzt bei den Queues reinschauen, müssten wir jetzt, und ich schaue jetzt hier mal bei meiner Queue Consumer 1, sehen wir, jetzt hat er hier tatsächlich eine Nachricht gekriegt. Sie sehen hier Ready 1. Schauen wir mal rein. Das hier ist so ein bisschen Statistikoberfläche. Da sehen wir sozusagen, welche Nachrichten in der letzten Zeit gekommen ist. Sie sehen hier, um 21.33 Uhr und 20 Sekunden hat er irgendwas Spannendes erhalten. Und die Message-Rate ist hier mal kurz eine Sekunde hochgegangen. Und jetzt können wir uns hier die Nachricht auch anschauen. Ich kann hier bei Get Messages sagen, ich hätte gerne eine Message. Und Sie sehen hier, huhu, ich bin's, eine Nachricht hat er gekriegt. Das heißt, das war sozusagen das erste Pattern, was ich damit bauen kann. Bauen wir vielleicht zum Beweis nochmal eine zweite Queue dazu, dass Sie auch wirklich sehen, dass das wirklich der Queue-Name interessant ist. Wir machen hier nochmal ein Consumer 2. Wieder mit Default-Parametern. Ich gehe zu dem Default-Exchange, schicke noch eine Nachricht los, wieder an Consumer 1, Consumer 1, noch eine Nachricht, bin hier bei dem Default-Exchange, schicke die Nachricht los, Message is published, ich schaue bei den Queues nach und es hat Queue, Consumer 1 hat jetzt eine zweite Nachricht gekriegt. So, das ist keine besondere Überraschung, wenn ich mir jetzt beide Nachrichten anschaue, dass da auch hier noch eine Nachricht gekommen ist. Letzter Punkt vielleicht noch kurz, dass Sie sehen, was passiert, wenn ich hier eine falsche Routing-Nachricht übergebe. Also ich gehe wieder auf diesen namenslosen Exchange, übergebe den Routing-Key tralala und übergebe den Text tralala, schicke das los. Message published but not routed, weil natürlich keine Queue da ist, die tralala heißt. So, das war sozusagen das erste Muster. Wie gesagt, und das fühlt sich so an wie Arbeiten mit einer normalen nachrichtennotierten Middleware. Was man jetzt noch machen kann, ist, ich kann sowas wie ein Publisher-Subscriber-Pattern umsetzen. Das heißt, ich kann ein Exchange machen, das ist ein sogenannter Fanout-Exchange, und wenn der eine Nachricht kriegt, kriegt er einfach an alle Queues, die da angeschlossen sind, schickt er die Nachricht weiter und dann können Consumer das verbrauchen. Das heißt, ich baue jetzt mal dieses Bild noch mal ein bisschen nach mit Consumer 1 bis Consumer 3 und mache einen Fanout-Exchange. Das wäre sozusagen der nächste, dann haben Sie das Verhalten direkt gesehen. Also, Queues, wir machen schnell die Queues nochmal auf. Ich nenne die jetzt mal sicherheitshalber wirklich Q1 bis Qn. Also machen wir Q1. Machen wir Q2. Und Q3. Dann ist es genau wie in der Grafik. Add Q. Dann erzeugen wir einen Exchange. Das Ding nennen wir Test Exchange. Nee, Fan Out. Ich brauche noch mehrere für die Demo. Und jetzt wählen wir hier als Typ. Sie sehen, es gibt mehrere Sachen zur Auswahl. Ich demonstriere Ihnen noch Direct und das Topic. Sonst müssen wir nichts weiter beachten. Lassen wir auch
im Speicher, Add Exchange. So, jetzt haben wir sozusagen den Klotz hergestellt und wir haben die Queues hergestellt. Jetzt brauchen wir noch das Binding. Machen wir das noch kurz. Das müsste man eingeben können bei dem Fanout Exchange selber. Sie sehen hier Bindings. This Exchange has no Bindings. Das können wir aber hier bei der Queue. Können wir jetzt sozusagen die Queue festlegen? Q1. Und jetzt nehmen wir als Routing Key log.error zum Beispiel. Bind. Dann mache ich eine zweite Queue aus. 2. Dann machen wir den Routing Key log.warning. Und wir machen eine dritte Queue auf mit log.info. Jetzt haben wir also drei verschiedene Routing Keys. Sozusagen, also das, und jetzt haben wir hier das Binding. Und diese Routing Keys, die brauchen wir nachher, um die Queues zu adressieren. Bei dem Fanout interessiert uns das allerdings nicht. So, jetzt gehen wir in die Demo und schauen mal nach, was passiert. Das heißt, ich gehe wieder zu den Exchanges zurück, zu meinem Fanout Exchange und schreibe jetzt wieder eine Mail. Ich mache jetzt hier mal den Routing Key tralala, wie gerade eben, um zu demonstrieren, dass der jetzt diesmal keine Rolle spielt. Jetzt schreiben wir hier unten rein, ich bin eine Nachricht, die an alle geht. Publish Message. Message published. Sie sehen, er konnte es verarbeiten. Schauen wir bei den Queues mal nach. Und Sie sehen jetzt hier Q1, Q2 und Q3 haben jeweils eine Nachricht gekriegt. Und das ist natürlich unsere super fantastische gerade geschickte Get Messages Nachricht mit dem Routing Key tralala und ich bin eine Nachricht, die an alle geht. Close. So, das heißt, jetzt haben wir den Fall demonstriert mit dem Publisher-Subscriber-Pattern. Warum ist das Publisher-Subscriber? Sie haben so einen Nachrichtenerzeuger, das habe ich jetzt ja gerade von Hand gemacht. Der schickt seine Nachricht an den Fanout und der Fanout verteilt es einfach an alle Queues, die mit ihm verbunden sind. Und hinter jeder Queue kann ein Consumer sitzen, der dann die Nachricht jeweils verbraucht. Das kann man noch machen. Sie können auch eine Direct Exchange machen, dann guckt er sich den Routing Key an, gerade eben wie auch bei der namenlosen Warteschlange, bei dem namenlosen Exchange, Entschuldigung, und wenn ich dem jetzt einen Key mitgebe, dann stellt er das jetzt nur noch der Queue zur Verfügung mit dem Key, mit dem Routing Key. Das führe ich Ihnen auch nochmal kurz vor und lege das wieder im ActiveMQ an. Also nochmal, das heißt, wir machen einen Direct Exchange, ups, gibt es den schon, interessant, Typ Direct, Add Exchange, so, jetzt hängen wir den wieder an die drei Queues ran, ToQueue, Q1 mit log.error, Q2 mit log.warning und Q3 mit log.info. So. Schauen wir uns noch mal an. Jetzt haben wir also dieselben drei Queues verwendet wie gerade. Und schauen wir noch mal schnell, bevor ich jetzt eine Nachricht losschicke, nach. Alle drei Queues haben jetzt irgendwie eine Nachricht drin. Und was ich jetzt mache, ist, jetzt verschicke ich über den Direct Exchange eine Nachricht. Das heißt, ich sage jetzt hier, Routing Key ist von mir aus log.warning. Das heißt, das ist jetzt ja wichtig, dass er das routen. Ich bin eine Warning. Das heißt, Sie können hier irgendeinen freien Text schreiben. Punktnotation ist gleich ganz spannend für einen anderen Exchange. Schicken wir das jetzt mal los. Message published, also er konnte es zustellen. Schauen wir bei den Queues mal nach. Das heißt, jetzt hat hier das ist noch nicht aktuell. Sie sehen hier, Q2 hat zwei Nachrichten drin. Also das heißt, der hat offensichtlich unsere Nachricht gekriegt. Schauen wir mal rein kurz. Bindings, das heißt, der ist an den Direct Exchange und an den Fanout Exchange über log.warning gebindet. Und wenn wir Get Messages sagen, lassen wir uns mal alle zwei Messages anzeigen.
Dann haben wir hier meine Tralala-Nachricht aus der ersten Demo und hier dieses Log.Warning. Das ist ja genau das, wo er hier gebindet ist mit dem Log.Warning. Das war also das zweite, die zweite Möglichkeit, Sie adressieren mit so einem Producer über den Routing Key direkt eine oder mehrere Queues, also alle Queues, die denselben Routing Key haben, kriegen das Ding zugestellt. Letzter Teil in der Demo, und dann sind wir eigentlich auch schon mit dem AMQP-Protokoll weitgehend durch und können uns um die Implementierung kümmern, ist sozusagen ein Topic Queue. Damit kann man so eine Art Multicasting machen. Das heißt, Sie schicken zum Beispiel ein Routing Key los, irgendwie Gerd.log.error, und Sie schreiben an das Binding hier jeweils Wildcards dran, sodass man sagen kann, in die Queue B kommen jetzt alle Errors rein, während in die Queue A alle Warnings reinkommen und in die Queue C kommt was der Henker was rein. Und das bauen wir jetzt nochmal auf und ich zeige Ihnen, wie das funktioniert. Letzte Demo, das heißt, wir machen wieder einen Exchange auf. Diesmal eine Topic Exchange. Topic Exchange. Der ist jetzt vom Typ Topic. Und jetzt kleben wir den mit den anderen, mit diesen Sternchen Wildcard Routing Keys an die Queues dran. Das heißt, jetzt machen wir hier mal Q1. Close. Q. E1, der kriegt jetzt von mir aus, der kriegt alle Errors. Q2 kriegt alle Errors, Sternpunkt Error, und der kriegt vielleicht noch alle Warnings. Q2, dann machen wir es ein bisschen spannender. Q2 Sternpunkt Warning. So, jetzt ist also Q2 hängt jetzt zweimal dran mit Warning und mit einem Error. Und ich hänge nochmal die Q3 dran. Q3, der kriegt Sternpunkt Log mitgegeben. So, bind. So, und jetzt können wir wieder eine Nachricht losschicken und von diesen Wildcards Gebrauch machen. Das heißt, ich gehe wieder zurück auf das Exchange, diesmal auf das Topic Exchange. Ja. Zum Beispiel Gerd.error für eine Fehlermeldung, der ist jetzt ein Error. Ich schicke die Nachricht los, Message is published. Dann mache ich noch eine Gerd.warning. Ich bin eine Warning. So, schicken wir das nochmal los. So, jetzt haben wir also einen Error losgeschickt und einen Warning. Das heißt, überlegen wir mal, was passieren sollte. Jetzt haben wir es müsste in Q1 und Q2 jeweils eine Nachricht mit dem Error dazugekommen sein und in Q2 zusätzlich eine Nachricht mit der Warning. Schauen wir mal nach, ob die Nachrichten tatsächlich angekommen sind. Schauen wir in Q1 nach. Er sagt, da müsste ja die Error-Nachricht drin sein. Get Messages, da gibt es schon eine Ruhezahl ein, das würde ich alles sehen. Und dann haben wir hier der Reihenfolge nach sozusagen alle Nachrichten und der hat hier meine Gerd.error-Nachricht gekriegt. Das hätten wir erwartet. Schauen wir in Q2 mal rein. Der müsste jetzt ja die Error- und die Warning-Nachricht gekriegt haben. Schauen wir wieder bei Get Messages nach. Wieder eine Ruhezahl, Get Messages. Er ist hier die Warning gekriegt und den Error gekriegt. Ja, genau, den Error gekriegt und meine tolle Warning gekriegt. Und der dritte hat, an den haben wir, glaube ich, nichts verschickt. Wir haben nur einen Error und eine Warning losgeschickt. Deswegen müsste die dritte Queue leer ausgegangen sein. Schauen wir da mal rein. Q3. Get Messages. Da hat er nur irgendeine Fan-Out-Nachricht gekriegt von gerade, aber sonst nichts. Mal geben wir hier nochmal eine große Zahl, um sicher zu sein, dass wir es wirklich alle erwischen. Aber Sie sehen, da hat er nur meine erste Nachricht gekriegt. So, jetzt habe ich Ihnen also insgesamt 4 Varianten vorgestellt, wie Sie sozusagen diese Verkabelung mit nach dem AMQP-Protokoll machen können. Und die wird so umgesetzt mit dem RabbitMQ. Gehen wir noch mal kurz durch. Wir können das Ding so verwenden, als wäre das eine normale Queuing-Middleware. Das heißt, der Producer schickt der Nachricht als Routing-Key gleich den Namen der Queue mit. Das geht über einen namenlosen Exchange. Dann können wir eine Art Publisher-Subscriber-Pattern bauen, indem wir einen Fan-Out
Exchange nehmen und alle Queues, die sozusagen sich für die Nachrichten interessieren, an diesen Fanout binden. Also damit könnte man so eine Art Publisher-Subscriber nachmachen. Denn auch die Queues können Sie programmatisch von Consumer-Seite aus erzeugen, das Binding auch. Also insofern muss man das jetzt nicht bei Clickibunti machen. Also Publisher-Subscriber über Fanout. Sie können auch direkt Nachrichten an ein oder mehrere Queues zu schicken über den Routing-Key. Das ist eine sogenannte Direct-Exchange. Und das letzte, da kann man so eine Art Multicast machen, wenn man so will. Ich kann also hier irgendeinen Routing-Key vorsehen, der irgendeinen Schlüssel enthält. Und ich kann hier die Queues mit so einem Wildcard binden. Zum Beispiel kann ich alle Fehlermeldungen in die QB schicken, während alle Log-Geschichten in die QA laufen. Also sehen, das ist sehr flexibel konfigurierbar. So flexibel war das JMS mit ActiveMQ damals nicht. Insofern spricht einiges dafür, jetzt auf das RabbitMQ zu wechseln. So. Im nächsten Video programmieren wir ein Hello World Beispiel und dann haben Sie es für heute geschafft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierher.